Sie ist Profi, meine Damen und Herren. Und die erfolgreichste Schlagersängerin der Jetztzeit. Bitte begrüßen Sie Helene Fischer. Helene Fischer. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ist doch gut jetzt. Ist doch da. Ist doch da! So. Hallo! Ja! Dankeschön! Vielen Dank! So! So! Die Leute flippen ja aus? Wahnsinn! Was ist los? Warum? Ich habe keine Ahnung. Ja, das nur, hast du das doch kann ja nicht nur der Schlager sein. Das hast du mit denen doch hier, ne? Vorne? Vorne weg? Was? Dass ich den Leuten gesagt habe, sie sollen ausflippen? Ja. Ich habe das Gegenteil gesagt. Echt? Geil, hat gut funktioniert. Natürlich, die Leute flippen immer aus, wenn du kommst. Was hast du guckst du auf meinen Ring. Ja, was ist denn das für ein Ring? Ja, der so sieht ein bisschen böse aus, wie so ein Schlagring, wo man nachts irgendwie im Hinterhof überfallen wird. Ich habe mir gedacht, wenn du, weißt du, wenn irgendwas kommt heute, so, okay. Ja, okay, so von hinten, so dass keiner sieht, jetzt hast du mich. Ist das ein Adler oder was? Das ist ein Adler, ja. Wow, das ist gefährlich. Ja. Ne? Und dann dieses Mikrofon, ist das echte Brillanten oder ist das einfach nur billiger Swarovski-Stein? Zweiteres. Ist das extra? Ist das dein eigenes? Hast du das mitgebracht oder hast du das hier wie heißt ist so, so eine Socke beklebt drüber, weißt du? Nein, es ist in der Tat ist ein sehr schönes Steinchen. Wahnsinn. Super, ey, sowas kriege ich nie. Ich kriege immer nur hier so. Guck mal hier, sowas. Das doch mal. Na, 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 na. Eins zu null, eins zu null. Guck mal, das kann man doch auch mal in Schlagerversion spielen. Kannst du das mal? Eins zu null, eins zu null, eins zu null. Ist im Kopf, oder? Eins zu null, eins zu null, eins zu null. Eins zu null, eins zu null. Danke, reicht. Was ist das? Woher ist das? Da, 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 da. Ich kenne es noch, als wir trinken das schäumende Bier und wir scheißen den Wirt auf die Theke. Kennst du nicht? Geht bald wieder los, ich oder? Ich dachte, das wäre von dir. Nein, nein, noch nicht. Ist aber eine gute Idee. Du hast wieder unglaublich erfolgreiche Werke am Start hier. Das ist die Live-DVD aus dem Deutschen Theater in München. Farbenspiel heißt die. Und die neue CD gibt es auch mittlerweile. Die heißt auch Farbenspiel. Ja. Ne? Wochenlang. Ich spiel nur noch mit Farben. Genau. Wochenlang auf Platz eins der deutschen Charts und innerhalb von 3 Tagen Goldstatus erreicht. Das ist absoluter Rekord. Jahrtausendrekord, habe ich gelesen. Es gibt in diesem Jahrtausend keine Sängerin, die mehr Alben in der ersten Woche verkauft hat als du. Ja. Ist das so? Anscheinend ja. Auch nicht? Ja. Das Jahrtausend? Ist ja noch nicht alt, kann auch passieren, aber unwahrscheinlich. Das sind alles neue Songs. Der Style ist so eigentlich, wie du es immer gemacht hast, so straight Schlager, obwohl auf deinen Konzerten auch viele andere Sachen spielst. Das stimmt, also wir versuchen natürlich immer so eine Mischung herzustellen. Also klar ist man von meinen Konzerten wirklich eine ganze Bandbreite gewohnt, aber wir versuchen mit jedem Album Schritt für Schritt, wo auch immer hin, in welche Richtung. Also ich entwickle mich halt auch weiter und dann habe ich Titel, wo ich sage, das passt jetzt zu mir und das geht eben gar nicht. Also es ist noch nicht mal so, dass wir sagen, okay, so muss es klingen, sondern es ergibt sich einfach. Ist der Erfolg, basiert der nur auf deiner Musik oder kommen auch Leute zu deinen Konzerten und sagen, Musik ist mir scheißegal, sieht dufte aus, die alte? Ja. Da macht man sich Gedanken, da muss man sich auch mal damit befassen, was könnte das Geheimnis meines riesig großen Erfolges sein. Andere singen auch gute Lieder, sehen aber scheiße aus. Ja. Hast du mal drüber nachgedacht?
Nein, so, ach Mann, über sowas macht man sich wirklich Gedanken. Natürlich machst du dir darüber Gedanken. Nein! Da sitzt du doch abends mit dem Flori vorm Kamin und sagst, hör mal hier, wenn der hässlich wäre, würde keiner die Scheibe kaufen. Oder ist das nicht so? Was soll ich damit sagen? Man macht sich doch mal Gedanken und sagt mal, komm hier, let's face it, wie sieht's eigentlich aus? Pass mal auf. Ja. Wenn ich jetzt eine dicke, fette Qualle wäre. Ja? So. Und ich sag mal, ja, die Musik wäre nur durchschnittlich. Würden die Leute das dann auch kaufen? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich eine dicke, fette Qualle wäre und die Musik wäre sehr gut, würden sie es dann auch kaufen? Ja. Gibt's doch genügend Beispiele, oder? Also jetzt. Also jetzt. Dass du so über Andrea Berg sprichst, das hätte ich nicht gedacht. Wen meinst du denn konkret? Ich bin jetzt, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad auf dem Weg. Adele. Nein, die ist ja nicht dick. Komm, die ist nicht, die ist nicht dick. Die war doch hier. Wenn das, was ich hier gesehen habe, nicht dick war, dann weiß ich nicht. Ich sag nichts mehr. Ich habe mir angewöhnt, die Wahrheit zu sagen. Im Schlager vertuscht man ja gerne. Ach, es ist alles wunderschön und so. Und in Atlantis brauche ich keine Schuhe und so ein Quatsch. Ja? Ich habe mir vorgenommen, ich sage einfach immer die Wahrheit. Das ist, ist einfacher. Du hast es auch nicht so mit der Wahrheit. Ja, ich werde auch. Wir haben einen kleinen Ausschnitt hier. Ja. Sie hat die Bambi-Verleihung moderiert. Und was sagt sie zum Schluss? Hören Sie genau hin. Wie konnte das denn passieren? Ja. Echo-Verleihung hast du ja auch moderiert dieses Jahr. Ganz schlimm. Ja, und wir haben wirklich hinter der Bühne total viel geblödelt und haben gesagt, ey, das wäre doch der Wahnsinn, wenn ich da jetzt rausgehe und sage, das war der Echo 2013. Ach so, echt? Habt ihr das gemacht? Wir haben wirklich stundenlang und es hat sich hier der Abend, ne? Man weiß es ja, Preisverleihungen gehen sehr, sehr lange und wir haben auf einen Preis angestoßen, es war alles dufte und dann gehe ich da raus und war irgendwie irritiert, weil... Du wolltest nicht sagen, du warst besoffen. Ja, ja, das wollte ich dir durch die Blume jetzt sagen. Ja. Nein, aber ich sollte Udo Jürgens mit nach vorne nehmen und der war beschäftigt mit seinem Gitarristen und dann habe ich gedacht, ja gut. So, das war der Echo 2013. Der war beschäftigt mit seinem Gitarristen. Was ist in dieser Szene ich sage los, dir, oder? Ganz, ganz schlimm. Ja. Aber das weißt du ja schon lange. Ja. Gut. Also hier sind auch die großen Hits alle drauf, ne? auf der DVD. Du hast die letzten DVDs, die du gemacht hast, waren in so Riesenhallen. Das Deutsche Theater ist ja eher so eine kleine intime Halle. Ne? Ja, das stimmt. Ist das da anders? Total anders, weil da ging es ja jetzt wirklich nur um Musik. Wir haben keine Show gehabt, keine Tänzer, nicht groß hier LED und dann noch Wasserspiele oder sonstiges, sondern es ging wirklich an dem Abend nur um Musik. Ja. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Flori ist Florian Silber, ja. Also ich darf ihn Flori nennen. Hat Flori auch Einfluss auf die Songs, die du auf dem neuen Album machst? Schreibt er mit oder hört er sich die vorher an oder singt er mal mit oder... Ich dachte, pass mal auf, ich will auch so geile Songs. Lass mir den mal für mich. Also er hört schon auf jeden Fall in der Entstehung des Albums, hört er schon mal rein, so die rough Playbacks. Und dann sagt er, okay, boah, das macht mich jetzt irgendwie so an. Oder mach du mal dein eigenes Ding da draus und dann hören wir weiter. Also er ist da schon die komplette Zeit eigentlich involviert. Aber er hält sich auch ein bisschen zurück. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass er noch im Studio dabei ist. Und wenn du dann mit den Anfangsaufnahmen kommst, sagt er, holt er dann seine steirische Harmonika raus und sagt, hey, wir kommen schon noch drauf spielen. Nee, das tut er nicht, denn er konzentriert sich da wirklich auf. Habt ihr jemals auf Platte ein Duett gemacht? Nein. Warum denn nicht? Ach nee, das ist auch nichts. Also wir, das, nee, man sollte privat im Beruf trennen. Bitte? Da scheitern doch alle, ach nee, darauf hatten wir einfach von vornherein keine Lust. Die Liebe in einen Song gefasst, wie schön wäre das? Ja, bei manchen geht's gut und wir haben aber wirklich von vornherein gesagt, nee, das lassen ding, wir ding, mal. Ding. Ich hab schon was im Kopf. Ding, 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 ding. Ach, Helene, ach, Helene, wie schön wär's doch mit dir. Und dann singst du, ach, Stefan, ach Quatsch, Flori, ach, Flori, ich wär so gern. Ne? Hier zum Beispiel. Na, bei dir. Sehr gut. Komm, lass uns doch mal probieren. Das kommt doch hinterher. Das war doch schon gut, oder? Ich wär gern nah bei dir. Ja. Und dann mache ich wieder Helene. Ja,
Ach, Helene. Da, 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 da. Ja, soll ich jetzt Stefan oder Florian singen? Stefan, ruhig Stefan. Ruhig Stefan. Besser. Oh, machen wir nach der Werbung, höre ich gerade. Wir haben keine Zeit, da können wir noch ein bisschen nachdenken. Bis gleich. Bleiben Sie dran. So, da sind wir zurück mit Helene Fischer. So. Wir wollten ja eben anfangen, hier einen Song zu improvisieren. Wo waren wir stehen geblieben? Also es sollte ein Duett. Ein Liebesduett. Ein Liebesduett zwischen dir und Florian Silbereisen. Weil ich jetzt heute hier bin, ja, musst du halt dann im Zweifel Stefan singen. Stefan singen. So, die Idee ist. Da 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 da. Genau, genau, genau. So, so in der Richtung. Ja, das klingt ja eh alles gleich. Und dann machst du. Ich sag ja. Ach, Helene, ach, Helene, schenk mir eine Nacht mit dir. Ja. Ach, Stefan, ich wär gern nah bei dir. Ach, Helene, bist du heute wieder schick? Ach, Stefan, ach, Stefan. Wild vor Glück zum Beispiel. Ja. Genau, ja. Das ist ganz gut. Wild vor Glück. Es gibt ja nur zwei Sachen, die sie schreiben. Glück und... Und was anderes. Dick ginge auch noch. Ach, Helene. Ach, Helene. Und jetzt? Du bist heute so lass. Jetzt kommst du. Ach, Stefan. Was ist so? Ach, Stefan. Das mit dir, das geht so tief. Ach, Helene. Ach, Helene. Sing doch bloß nicht so nen Scheiß. Ach, Stefan. Ich weiß. Schade, dass es nicht auf dem Album drauf ist. Ja, nee, ja. Bei der nächsten Platte komme ich auf jeden Fall auf dich zu. Also wenn du es nicht mit Florian machst, musst du es mit mir machen. Ja. Ich würde mich für ein Duett zur Verfügung stellen. Ups. Ich helfe dir auch beim Schreiben. Okay. Ich schreibe die Lyrics, okay. Ich mache die krassen Rhymes und du machst die Beats. Okay? Alles klar. So machen wir das. Perlen der Fernsehunterhaltung. Und eine ganz besondere war das Glücksrad, eine legendäre Quizshow, die meist im Wechsel vom begnadeten Peter Bond und natürlich dem unnachahmlichen Friedrich Meissner geleitet wurde. Der hatte übrigens nicht nur ein Kind mit Sonja Kraus, sondern galt auch als einer der letzten Charmeure der alten Schule.